Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Es ist mal wieder Zeit, euch einen kleinen Einblick in unseren Wocheneinkauf von Lebensmitteln zu gewähren. Also eine erwachsene Person, das bin ich, und meine beiden Jungs, die sind 14 und 10 Jahre alt. Wie am Anfang schon gesagt, gibt es heute wieder einen Einblick in unsere Biokiste. Das gab es ja schon einige Male hier auf diesem Kanal, habe ich immer mal so gezeigt, im Sommer, im Winter, im Herbst, im Frühjahr, was wir denn dann so mit unserer Biokiste bestellen. Und im heutigen Video zeige ich euch auch, was wir im Rewe dazu kaufen, was wir im Konsum dazu kaufen und was wir im Bioladen dazu kaufen. Es geht jetzt erstmal mit der Biokiste los. Freitag ist bei uns Biokistentag. Gerade ist unsere Biokiste eingetroffen. Wir bestellen seit Ende 2004 bei einem regionalen Biobauern. Und das Schöne bei diesem Biobauern ist, dass man sich die Kiste selber zusammenstellen kann. Und ich werde jetzt die Kiste ohne Kamera auspacken und dann zeige ich euch unseren Biokisteneinkauf für diese Woche. So kann bei uns eine Biokiste im Mai aussehen. Das sind regionale Äpfel, die essen wir meistens pur als Monomahlzeit. Das sind Zwiebeln, meistens dämpfe ich die Zwiebeln oder ein, zwei Zwiebeln mit etwas Gemüse für meinen Ältesten oder ich brate auch ein, zwei Zwiebeln mit etwas Tofu an, wenn ich für meinen Ältesten Kartoffelbrei selbst herstelle. Hier haben wir einen Kohlrabi, da ist auch noch das Grün mit dabei. Das ist wunderbar, denn man kann nämlich auch dieses Grün mitessen. Einfach pur in kleinen Mengen oder klein schneiden für Salate oder auch mit entsaften oder für grüne Smoothies mitverwenden. Den Kohlrabi esse ich am liebsten mit selbstgemachtem Bärlauchpesto. Hier haben wir einen Blumenkohl. Meistens dämpfe ich die Blumenkohlröschen und manchmal paniere ich diese Röschen auch für meine Jungs. Das ist eine rote Beeteknolle. Daraus bereite ich mir meistens einen Saft zu, entweder mit Möhre, Petersilie oder anderem Grün. Dann haben wir hier noch zwei Süßkartoffeln. Ich habe auch kürzlich ein Rezept veröffentlicht, vegane Brownies mit Süßkartoffeln. Und diese werde ich auch in den nächsten Tagen mit diesen Süßkartoffeln für meinen Ältesten herstellen, der diese veganen Brownies sehr zu schätzen gelernt hat. Jetzt kommt hier einiges an Kulturgrün. Da haben wir hier zwei Bund Petersilie. Was mache ich mit der Petersilie? Ich esse auch schon mal ein halbes Bund Petersilie so zu meiner Abendmahlzeit mit anderem Gemüse, anderem Grün, auch Wildkräutern und Sprossen. Oder ich entsafte Petersilie zum Beispiel mit Gurke oder Möhre. Dann haben wir hier vier Bund Staudensellerie, Stangensellerie. Und ihr seht, der Stangensellerie ist recht grün und die Stauden sind auch nicht so dick. Also die sind jetzt nicht so auf Dicke und Größe gezüchtet und auf Wasserhaltigkeit. Und dieser Staudensellerie hat es wirklich in sich. Der wirkt so stark, dass ich ihn meistens, wenn ich jetzt so einen Bund Staudensellerie entsafte, dann nehme ich meist noch so einen hochgezüchteten Staudensellerie dazu, der heller und wässriger ist, weil die Wirkung dieses Staudensellerie und der Geschmack einfach so intensiv sind. Aber ich habe diesen Staudensellerie wirklich zu schätzen gelernt. Seit über einem Jahr trinke ich regelmäßig, nicht jeden Tag, aber regelmäßig Stangensellerie-Saft als Monosaft, manchmal auch mit Gurke und selbstgezogenem Erbsengrün. Dann haben wir hier zwei Bund Koriander. Manchmal esse ich auch ein bisschen Koriander so, aber in letzter Zeit mixe ich mir aus Koriander, Wildheidelbeeren, Bananen und ein paar grünen Pulvern einen Detox-Smoothie nach Anthony William. Dazu habe ich kürzlich auch ein Video veröffentlicht, das verlinke ich oben in den Infokarten. Das ist roter Spitzpaprika, den isst mein Ältester vor allem gern roh, mit anderem Gemüse oder auch mit gedämpftem Gemüse. Das sind festkochende Kartoffeln für meine Jungs, die koche ich entweder als Pellkartoffeln oder manchmal gibt es auch Backkartoffeln. Die Kartoffeln backe ich dann im Ofen mit Schale. Das sind Gurken. Entweder entsafte ich Gurken oder raspel sie und esse sie dann als Salat zusammen mit getrockneten Tomaten, die ich vorher einweiche, und Sprossen und auch manchmal noch einem grünen Pulver. Das ist Lauchporree. Den schneide ich meistens klein und dämpfe ihn zusammen mit Gemüse oder manchmal auch mit Erbsen und dazu gibt es dann auch noch Kräuter und ein bisschen Gewürze. So bereite ich das dann für meinen Ältesten zu. Jetzt kommt hier noch ein bisschen Obst, Birnen, die essen wir meist auch als Monomahlzeit. Dann haben wir hier noch zwei Mangos, Heidelbeeren, Grapefruit
Und hier sind noch ein paar Zitronen. Manchmal verwende ich die Zitronen für einen Saft. Hier nochmal ein Vergleich. Links der regionale Staudensellerie von meinem Biobauern und rechts der Staudensellerie, auch in Bioqualität, sogar Demeter aus Spanien. Welchen Staudensellerie würdet ihr bevorzugen? Was auch viele immer interessiert, wie viel habe ich denn jetzt nun für diese Biokiste bezahlt? Ihr seht hier 55,12 Euro. Ab und zu kaufen wir auch in Supermärkten oder im Bioladen dazu und den Sommer über auch auf dem Wochenmarkt. Jetzt zeige ich euch erstmal, was wir im Rewe und im Konsum dazu kaufen. Das ist unser Rewe-Einkauf für diese Woche. Ihr seht hier 4 Bio-Gurken, glücklicherweise nicht mehr in Plastikfolie eingeschweißt. Dann haben wir hier 4-mal Wildheidelbeeren. Ich hatte ja schon, als ich euch den Inhalt meiner Bio-Kiste gezeigt habe, den Detox-Smoothie erwähnt und verlinkt, den ich zusammen mit Wildheidelbeeren, Koriander, Bananen, Reifenbananen und grünem Pulver mixe. Und dafür verwende ich eben diese Wildheidelbeeren. Hier habe ich noch einen großen Bund Bio-Bananen, die lassen wir auch schön reif werden und verwenden sie dann eben für einen Beerenshake für die Jungs mit Himbeeren oder eben für diesen Detox-Smoothie. Das ist unser Konsumeinkauf. Ihr seht, hier gibt es ein bisschen mehr Plastikverpackung. Ich habe hier 2-mal Staudensellerie gekauft. Auch der Bio-Staudensellerie ist in den Supermärkten leider immer mit Plastik umwickelt oder eingepackt in so eine Plastiktüte. Dann haben wir hier eine Trinkkokosnuss, auch sehr in Plastik eingewickelt. Normalerweise bestelle ich Trinkkokosnüsse bei Dr. Görg oder in den letzten Monaten auch gern bei Jurassic Fruit. Die kommen dann ohne Plastikverpackung aus. Das sind Himbeeren, die hat sich mein Jüngster gewünscht. Der isst auch gern gefrorene Himbeeren, die dann so leicht angetaut sind, aber noch im gefrorenen Zustand. Aber heute hat er sich die frischen Himbeeren ausgesucht. Leider auch hier wieder mit Plastikverpackung. Dann seht ihr hier die gefrorenen Himbeeren, entweder tauen wir sie auf oder tauen sie an. Die Jungs essen sie auch manchmal gefroren. Oft mixe ich aus den Himbeeren zusammen mit Wildheidelbeeren und reifen Bananen auch so eine Art Beerenshake. Und damit er noch ein bisschen hochwertiger wird, rühre ich dann auch mal noch ein bisschen Grassaftpulver ein. Dann haben wir hier Kresse. Normalerweise ziehe ich mir die selbst. Das habe ich aber verpasst und ich hatte jetzt wieder Appetit auf Kresse. Da kaufe ich mir auch ab und zu im Konsum Kresse. Dann haben wir hier noch Bananen, die lassen wir schön nachreifen und dann mixe ich daraus, wenn ich viele reife Bananen habe, Fruchtleder oder auch so eine Art Wrap für Apfelstrudel oder eben so ein Beerenshake für meine Jungs. Dann haben wir hier Gurken, Bio-Gurken, die sind zum Glück auch nicht mehr in einer Folie eingewickelt. Auch beim Rewe, habt ihr ja schon gesehen, kann man mittlerweile Bio-Gurken ohne Plastikverpackung kaufen. Dann haben wir hier noch Apfelmark für meine Jungs, Apfel mit Banane, Apfel mit Birne und Apfel mit Aprikose. Der Unterschied, Apfelmark zu Apfelmus, ist, dass im Apfelmus Zucker enthalten ist und im Apfelmark nicht. Wir haben hier in unserem Viertel einen Bioladen, da kaufen wir auch einiges dazu zu unserer Biokiste, einige frische Lebensmittel, aber auch einige vegane Fertigprodukte, ganz selten auch mal vegetarische Fertigprodukte für meine Jungs. Und ich blende euch mal ein Foto von unserem letzten Einkauf diese Woche im Bioladen ein. Da seht ihr die Lebensmittel, die ich für diese Woche gekauft habe. Auf der rechten Seite seht ihr die frischen Lebensmittel, Möhren, 2 verschiedene Sorten, Mangos, Tomaten, die sind auch schon aus Deutschland bzw. aus der Region. Dann Paprika, Birnen, noch eine Stange Lauch und einen großen Wirsingkopf. Auf der linken Seite seht ihr die Fertigprodukte bzw. auch 2 Kosmetikprodukte. Da seht ihr zum Beispiel eine große Flasche Brennnessel-Shampoo. Die hat sich mein Ältester ausgesucht. Er wäscht sich nicht mehr so gern mit Labeerde die Haare. Das muss man alles gründlich herausspülen. Das geht mit Shampoo einfacher. Oben drüber ist eine Flüssigwürze. Daneben ein Glas Kokosöl, das nehme ich meist, wenn ich irgendwas anbrate oder wenn ich auch backe für die Jungs, dann nehme ich dieses Kokosöl. Darunter sind einige Schoko-Raw-Bite-Riegel, das ist mit so der Lieblingsriegel von meinen Jungs. Und drunter 2 Packungen Back-Camembert, der hat sich mein Jüngster ausgesucht, einen für sich und einen für seinen Bruder. Dann haben wir oben neben dem Kokosöl eine Packung Wildreis. Normalen Reis kaufe ich nur noch ganz, ganz selten.
meistens Wildreis, der schmeckt meinen Jungs am besten. Darunter befindet sich eine kleine Flasche Teebaumöl. Daneben so fruchtige Energieriegel, die essen meine Jungs auch sehr gerne. Und darunter eine Packung glutenfreie Hafermilch und daneben noch eine Rohkostschokolade Nukau Haselnuss. Im Bioladen kaufe ich natürlich auch Brot oder mal Brötchen für meine Jungs ein. Ich esse ja schon ganz viele Jahre lang gar kein Brot mehr, jetzt auch schon länger keine Rohkostcracker mehr. Das ist mir alles zu dicht. Ich habe mich jetzt auf leichtere Kost eingestellt. Aber für meine Jungs gibt es natürlich nach Bedarf, nach Wunsch Brot. Hier seht ihr links ein halbes Einkornbrot. Ich hatte ein ganzes Einkornbrot diese Woche gekauft. Die Hälfte haben sie schon gegessen. Die andere Hälfte hatte ich eingefroren. Die habe ich jetzt gerade wieder rausgenommen zum Auftauen. Und ich hatte auch ein paar Brötchen gekauft. Das sind hier so Dinkel-Schrotbrötchen. Und wenn wir in den Bioladen gehen und ich habe beide Jungs mit, dann wünschen die sich auch oft Brötchen am Biobäckerstand zu kaufen. Meistens sind das Käsebrötchen, also so Weizenbrötchen mit Käse überbacken oder eine Knusperstange, das ist so mit Dinkel und Saaten, da ist auch ein bisschen Käse dabei. Manchmal gibt es auch ein veganes Franzbrötchen, Franz-Schokobrötchen oder sie kaufen sich dann auch mal ein Stück Kuchen. Jetzt habt ihr unsere gekauften Lebensmittel für diese Woche gesehen. Wir können uns aber auch mit kostengünstigeren bzw. mit kostenlosen Lebensmitteln teilweise versorgen. Und die kostengünstigen Lebensmittel zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr meine kleine Sprossenzucht. Das sind aktuell die Sprossen, die bei mir in der Küche stehen. Da haben wir hier ein großes Glas mit Alfalfa-Sprossen. Übrigens sollen 50 Gramm Alfalfa-Sprossen den Tagesbedarf an Kalzium decken können. Dann haben wir hier Rettichsprossen, schön scharfe Sprossen. Und hier in diesen Sprossengläsern befinden sich auch nochmal Alfalfa-Sprossen. Die habe ich ca. 3 Tage später angesetzt. Brokkolisprossen und Rotkleesprossen. Das sind die Alfalfa-Sprossen, die Brokkolisprossen und hier die Rotkleesprossen. Heute Morgen habe ich noch Boxhornklee-Samen eingeweicht. Die Boxhornkleesprossen werden dann in ca. 3 Tagen fertig sein. Ich verlinke euch auch unten in der Infobox meine Eschenfelder Sprossengläser. Das ist immer jeweils so ein Dreiersystem. Ich habe einmal 3 Gläser mit 750 Milliliter und einmal ein Dreierset Gläser mit 1000 Milliliter. Auf der linken Seite seht ihr auch noch so ein Sprossenglas mit 1,5 Litern. Darin sehe ich mir auch gern Alfalfa-Sprossen. Das ist auch so ein Zweierset an Sprossengläsern. Das verlinke ich euch auch noch unten in der Infobox. Sprossen sind wirklich sehr kostengünstige Lebensmittel. Man investiert erstmal in Saatgut und in Sprossenzubehör und dann kann man sich immer wirklich große Mengen an nährstoffreichen Sprossen, an nährstoffreichen, gesunden Lebensmitteln ziehen. Ich habe auch ein E-Book zum Thema Sprossenzucht geschrieben mit über 30 Erfolgsanleitungen für das Ziehen von Sprossen und alles Wissenswerte rund um die Sprossenzucht, Grünkrautzucht und das Ziehen von grünen Gräsern. Und dazu gibt es natürlich auch noch ganz viele vegane, rohkostliche Rezepte. Welche Lebensmittel können wir uns aktuell kostenlos aus der Natur holen? Das sind natürlich Wildkräuter und Baumblätter. Ich blende euch mal ein Foto ein. Da seht ihr so eine kleine Auswahl an Wildkräutern, die ich so in den letzten Wochen, Monaten gesammelt habe. Meistens ist der Girsch und Brennnessel, Wiesenlappkraut, Wiesenschaumkraut, Hirtentäschel, Vogelmiere, Taubnessel, Gundermann dabei und noch viele andere Wildkräuter und an Baumblättern vor allem Spitzahorn und Linde, auch ab und zu Weißdorn, Birke oder Eiche. Wildkräuter esse ich am liebsten pur, abends zu meiner einfesten Mahlzeit am Tag oder ich presse mir daraus einen richtig genialen, grünen, vitalstoffreichen Saft. Und das sind manchmal so 300-400 Milliliter Wildgrünsaft. Den verdünne ich nur mit ganz wenig gefiltertem Wasser. Und wenn ich diesen Saft getrunken habe, dann bin ich für Stunden gesättigt. Der ist wirklich so nährstoffreich, der geht wirklich so tief rein, dann fühlt man sich wirklich auch auf zellulärer Ebene gesättigt. Auch zum Thema Wildkräuter, Wildgrün, aber auch anderen grünen Lebensmitteln habe ich ein E-Book geschrieben. Das verlinke ich euch auch unten in der Infobox. In diesem E-Book habe ich ganz viele regionale Wildkräuter, aber auch Baumblätter beschrieben, die ihr
in eurer Region sammeln könnt und in eure Ernährung integrieren könnt. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video, diese Inspiration gefallen. Ihr könnt mir im Kommentarbereich unter diesem Video auch gerne reinschreiben, was ihr aktuell so kauft und wo ihr einkauft und ob ihr auch Sprossen zieht und euch in der Natur mit kostbarem Wildgrün versorgt. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Bis ganz bald, eure Silke.